So, ihr Lieben, heute eine kleine Demonstration zu den neuen Wasserkühlern von Vapolaborium. Die sind hier für den Vulcano bestimmt. Das ist der Aufsatz bzw. die Füllkammer vom Hybrid, wie man kennt. Man hat hier noch zu sehen, dass das die alte Version war. Die ist an der Seite abgeflacht, dass man hier noch Peltier-Elemente rantun kann. Wenn man das mal einigermaßen schön erkennen kann. Oder? Dass man hier noch Peltier-Elemente an der Seite rantun kann mit Kühlrippen und Ventilatoren. Dass man auch mit minus 40 Grad sich das Ganze in den Ballon oder inhalieren kann. Das Problem beim Ballon funktioniert das nicht. Und wenn man jetzt hier oben noch den Schlauch drauf hat, bis es dann durchgezogen ist, das kühlt oder erwärmt sich an sich relativ schnell wieder. Deswegen, wenn ihr einen Wunsch, Bedarf danach habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich habe nur gesagt, das ist halt Vapolaborium. Wie setzt man es immer noch ins Perfekt? Jetzt gab es nochmal eine schöne, saubere, anständige Überarbeitung. Ich bin jetzt hier hingegangen und habe, wenn man das hier erkennt, einmal einen deutlich stärkeren Unteraufsatz. Hier war das natürlich sowas von perfekt geschliffen und eingearbeitet, dass man das Ganze wunderbar perfekt drauf bekommt und es auch wunderbar fest sitzt. Da das aber linear immer abgezogen werden muss und aufgesteckt, habe ich gesagt gehabt, okay, es muss an sich nur gut sitzen, es dichtet automatisch ab und für den Endverbraucher, wenn sie zum Teil was geraucht haben und stoned sind, soll das natürlich ein bisschen massiver sein, wie hier zu sehen. Es hält wunderbar genauso, das ist die neue Version, man kann nichts dagegen sagen. An sich bleibt die Kammer ja immer drauf. Man nimmt das vom Gerät, nur vom Vulcano runter, schraubt das dann so ab, füllt sich dann die Kammern selbst, schraubt das wieder so drauf und dann der nächste Clou. Habe jetzt hier oben zusätzlich einen anderen Aufsatz aufarbeiten lassen, dass das Ganze so dermaßen feste sitzt, wie es schon bekannt war. Sowohl, dass es hier für den Schlauch wohlgemerkt, es ist wirklich fest, also man setzt das einfach nur auf. Und jetzt habe ich gesagt gehabt, in den ganzen Videobeschreibungen, warum ist dieser Wasserkühler der beste von allen? Ich werde noch die anderen Vergleiche, die es am Markt gibt, und eigentlich gibt es nur drei eigentlich. Der amerikanische Hersteller Magma Industries hatte zwei rausgebracht, einen Obsidian und noch einen. Die haben natürlich einen anderen Aufbau. Dann gibt es nochmal aus China diesen Nachbau. Nicht verwunderlich und ist ja schon irgendwo auch ein bisschen erbärmlich und naja, lächerlich. Und ich dann noch einen gesehen gehabt, aber ich weiß nicht, ob die das nachmachen oder ebenfalls nur das Zeug aus China verkaufen. Warum habe ich gesagt gehabt, das ist dies der Beste? Man hat die Möglichkeit, das Ganze so in den Geschirrspüler zu tun und perfekt 1A reinigen zu lassen. Die anderen, die komplett geschlossen sind, man müsste das erst in Alkohol eintauchen, dran ziehen, dass sich der Alkohol über die Kammern füllt. Und dann erstmal einweichen lassen. Der nächste Aspekt ist, es kommt von unten das Vaporisierte über das kleine Röhrchen rüber und geht dann an der Seite nochmal runter und wird dann komplett über das gesamte Wasser im Inhalt abgeleitet und wird dann nach oben dementsprechend ausgelassen. Die ganzen Öffnungen sind groß genug. Man braucht nicht, wie im Fernsehen oder wieder in YouTube gezeigt, so eine kleine Mini-Pipette. I like to put as much water as possible in here. I feel that it works better when it's at its maximum water capacity. Man kann auch das ganze Glas einfach nehmen und so reinkippen. Ich wollte jetzt nur noch mal nachschauen, wie viel Wasser kriegt man rein. Ich habe jetzt ungefähr knapp 20 Milliliter. Und dann wäre das nur gerade einmal auf dieser Höhe. Und es geht natürlich deutlich mehr rein. Der Vorteil ist, man muss das nicht zwingend nochmal so ablassen. Man kann das einfach so, wie man lustig ist,
so auffüllen. Zu einer schönen stattlichen Höhe. Die Motorleistungen vom Vulcano, die sind zwar grundsätzlich gleich, aber die Wicklungen, die Drahtstärke und so weiter und so fort. Manche Geräte kommen auch noch mit deutlich mehr Wasser zurecht. Und wie man sieht, ich habe jetzt hier schon gut 4 cm in der Höhe drin und kann das problemlos auch noch deutlich höher machen. Damit man einfach nur mal die Möglichkeit hat. Aber es spielt keine Rolle, wenn du den Schlauchadapter drauf hast. Weil wie der eine schon aus dem Clip eingeblendet, den ich gleich zeigen werde. Schon sagt, man will das Maximum an Wasser haben und das hat man natürlich hier. Also, das ist so viel wie in einer Bong, kann man sagen. Man sagt immer, das Chillum soll 7 cm ins Wasser hineinragen. Es hat immer nur jemand gesagt, ich habe die Aussage gesucht und ja, der Vorteil ist, wir haben hier schon deutlich 5 cm bis 7, aber es ist auf der einen Seite 5 cm plus auf der anderen Seite steigt ja somit das Wasser hoch. Also dahingehend kommt es sogar noch auf deutlich mehr. Es lässt sich unwahrscheinlich leicht das Ganze wieder entleeren auch. Man zieht das einfach nur raus, schüttet es wieder zurück und fertig. Hier steckt deutlich mehr Arbeit drin und deutlich mehr Qualität. Warum? Diese Schliffe bzw. Kern und Schliff sind deutlich teurer, als wenn man nur einfaches Glas bestellen würde und dieses dann verarbeitet. Ich werde die anderen weder schlecht reden noch sonst irgendwas. Es dient nur als Vergleich, dass ich sage, hier, ich habe mir die Arbeit gern gemacht und es soll sich auch jeder leisten können. Immer Qualität ist es natürlich, es ist Glas wohlgemerkt, es ist schlau durchdacht, da steckt sehr viel Arbeit nochmal drinnen, bis das mal endlich im Design so gepasst hat. Ja, soweit wurde alles erwähnt. Wenn auch irgendwelche Fragen sind, dann nur zu, ihr Lieben. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Vaporisieren. Auf der Website www.vaporlaborium.com findet ihr das gleich oben rechts im Shop. Ihr habt selbstverständlich von mir, wie überall, ein Garantieversprechen. Und wenn es noch irgendwas zu verbessern gibt, dann lasst es mich wissen, weil ich finde nichts mehr. Ansonsten, Freunde, meldet euch. Gesund bleiben, ja, und